Willkommen zurück zu Elden Ring 2. Ich bin euer Führer Bu. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, wir machen mit Saga weiter. Ich hab Bock drauf. Ich will mit Saga weiterspielen. So, wir sind ja letztes Mal hier die Treppe runtergekommen. So, jetzt können wir an der Hütte vorbei. Was ist das denn? Batteriepack. Wo ist ein Batteriepack? So, da drin ist ein Batteriepack jetzt. Okay, cool. Jetzt haben wir 5 Stück, okay. Jetzt sind wir voll mit Batterien. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wir müssen noch Kinderreime bestimmt finden en masse und andere Dinge. Ich höre auch schon hier wieder jemand quatschen. Echten Wolf. Aua. So. Sollte es gewesen sein, oder? Oh. Dann laden wir mal unsere Bolzen nach. Zack. So. Auch eigentlich so viel Munition. Installergie. Oh, guck mal da. Da haben wir dann ein Versteck. Ich dachte mir nur gerade, vielleicht kriege ich meinen Bolzen hier irgendwo wieder. Aber scheinbar nicht. Okay, schade. Dann gucken wir uns das Versteck an. Was haben wir denn hier? Eine Sanduhr. Pfeil nach unten. Was haben wir hier? Hä? Verstehe ich nicht. Okay, oh, dann kriege ich auch nicht wieder. Toll. Wow. Schön, wie er beteiligungslos einfach da rumstand, der Wolf. Noch ein Kultversteck. Noch eine Kultkiste. So, was ist das denn? Sollen wir irgendwas finden, scheinbar? So, wir hatten die Sanduhr. Wir hatten die Pfeile nach unten. Funktioniert das ja? Ich glaube, das Spiel erkennt, wenn wir ausprobieren. Oder? Okay, sind wir das mal nicht schlauer mit? Gut. Was wird sie nochmal schauen? Da, wir haben Seite. Okay, wir haben ein paar Sachen. Das müssen wir einfach mal probieren. Okay. So, dann probieren wir die Seite. Die Sanduhr und die runter. Stimmt auch nicht. Dann die runter. Sanduhr. Ah, da haben wir es. Okay. So, was haben wir hier? Wir haben soeben erfahren, dass die Bundespolizei Alan Wake festgenommen hat. Er kam aus dem See. Er ist gefährlich. Höchste Alarmbereitschaft. Okay. Wir müssen den Auto ausschalten. Verbreitet die Nachricht. Noch so eine Kerze? Okay. Und was haben wir jetzt bekommen? Eine Granate? Eine Blendgranate. Ich tue die mal dahin. Ach, die kann man noch einzeln. Okay. Ich mal dahin. Weil wir die anderen Sachen gerade ja nicht benutzen. So, dann könnte ich eigentlich auch mal machen. Wieder einpacken. Hm. Da sollte man vielleicht einfach mal eine Waffe raustauschen. Die Shotgun echt schon. Sehr gutes, finde ich. So, dann haben wir jetzt hier noch ein Kulturversteck, genau. Ein Kultistenversteck. Ein Kultversteck. Ich frag mich nur, wir können uns das so. Ach, guck mal, was für ein Zufall. Ich werde ins Wasser gehen und finde eine Seite.
Nice. Ich frage mich, ob eines dieser Inseln hier doch in Wirklichkeit so die Insel ist, zu der Elmer ging. Wie können wir ins Wasser? Nicht weit. Okay. Wir müssen auf jeden Fall. Ach, da ist noch ein Lichtkegel, okay. Bin ich jetzt auf der Karte? Okay. Wir könnten zur Ranger-Station gehen. Da ist das Versteck. Okay, hier in der Ranger-Station geht es auch noch weiter. So ein bisschen scheinbar. Gucken wir erstmal in die Ranger-Station. Vielleicht können wir uns da Licht anmachen oder so. Jetzt noch einen Safe-Spot hier machen. Jawohl, brechen wir einfach wieder ein. Sehr schön. Klassiker. Hallo. Haben wir hier was Interessantes? Haben wir hier einen Ranger? Oh, noch ein Reim. Oh, was für ein Zufall. Oder noch eine Figur? Das Pferdchen, da können wir nicht mitnehmen. Okay. Dann horchen wir doch mal hin. Ein Kind braucht seiner Mutter Sorge. Ein Heim? Da fühlt es sich geborgen. Denn draußen jagen Monsterhorden und klingeln sie an der Tür. So fluch nicht dort. Ach, schick sie fort. Steck Süßes ihnen in den Korb. Zuletzt musst du dich nur darum kümmern, dass sie nicht in dein Haus stürmen. Ist das das Monster? Anheim. Kinderpuppe. Mutterpuppe. Oh. Meine Monsterpuppe. Nicht wirklich, ne. Jungfrauenpuppe, Trägerpuppe, Bärenpuppe. Weiser alter Mannpuppe. Ne. Nee, nee. Das bringt nichts. Schade. Da fehlen uns, glaube ich, noch was. Oh, wie die da. Monsterpuppe. Ah. Okay, die hat mir, glaube ich, noch gefehlt. So, sonst haben wir hier nichts oder was? Aus, genau nach oben. Okay. Was haben wir hier? Testorte in Biting Falls, stand Ranger Station. Was heißt denn Testorte? Station besetzen. Ich bitte dir, wie von uns beide, Michael zu mich. Es wollen uns nicht wirklich spazieren. Wenn sie ausdrückend, wenn wir wohnen durch alte, wie Tiere angriffen, Mike hilft mir in der Stadt, um die Schiffe zu bekommen. Das sollten sie natürlich alles wissen, in ihre Nacht lesen. Ich habe festgestellt, dass die beiden während ihres Dienstes mehrfach ihren Posten verlassen haben. Ich hätte zu spazieren, persönliche Angelegenheiten zu erledigen. Das ist nicht akzeptabel. Da unterliegen strenger FCB-Protokolle, okay. Okay, dann gucken wir uns mal nach hier oben. Ist noch eine Tür. Noch eine Badewanne. Zum Glück haben wir die alte Lady, die uns eine Badewanne neu trinken will, schon erledigt. Ah, Du natürlich grast kein. jetzt auf grüneren Weiden. Okay. Das klang nach einem Bär. The fuck? Läuft jetzt da draußen ein Bär rum, oder was? Das wäre es jetzt noch. So, also hier. Die Kindpuppe. Hier die Mutter. Ne. Das ist falsch. Die Mutterpuppe. Nein. Und da die Monsterpuppe. Sieht falsch aus. Ein Kind brachte Mutter Sorgen. Heim geborgen. Draußen jagt die Monsterpuppe. Klingelt an der Tür.
Macht keinen Sinn. Nein. Irgendwie alles nicht so wirklich. Tina, es steckt süß in den Korb. Da. Monsterpuppe da, Kind da. Oh. Okay, es hat geklingelt. Okay. Wird auch jemand laufen, oder? Okay. Jetzt mal ruhig, ist Spannung aufzubauen. Oh, hier geht's also hoch. Okay. So, hier. Nee. Hä? Ich check's nicht. Es ist hier. Liga schon mal da. Jetzt wird er weg. Der Schmodder, okay. Hier hin. Noch ein Talisman. Gut, dass Logan mir dieses Armband gebracht hat. So ein Talisman haben wir gekriegt, okay. Das war hier gar keiner. Okay, ich muss einfach nur hier hin. Ah, dann sind die Fußspuren entstanden. Ah, okay. Jetzt verstecke ich's. Ja, wir sehen Bitefalls. Neos. Cool. So, wir hatten noch irgendwie diesen Bären oder so gehört gehabt, ne? Falls ihr euch erinnert. Klang auf jeden Fall böse. Gucken wir mal. Wenn wir den erlegt kriegen. Weil es einen Bären gibt. Ich weiß es ja nicht. Komm ich irgendwie hier hoch? Ein Kultistenversteck. Sieht so aus, oder? Ach ja, heute. Na? Noch jemand was von meiner Waffe probieren? Ich glaube nicht, oder? So, Kultversteck. Noch eine Schließkassette. So, was haben wir denn jetzt hier? Was ist jetzt wieder? Ich kann nicht erkennen, was das ist.
Wir haben ein Schild oder was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann mal eben kurz hier hin. Ich glaube, das jetzt nicht erkennen können oder so. Zack, zack, zack. So, so. Stecke in White Falls, ne? Ich hasse das, ne? Wenn du suchst, suchst, suchst und dann auf die Seite nach oben springt. So, bald vor, als steck in den westlichen Wandel Speicherhütte. Des Altenheims. Ich muss mir vorhin empfangen. Okay, das ist nicht denn da. Hilfe gegenüber des da. Mist Schiss finden, geht zur Wendestation links um die Hütte. Steinkamin, Markt in der Ecke. Wir müssen zur Station gehen. Okay. Komm ich hoch zur Wendestation? Sieht gerade sehr hügelig aus, Jonas. Und so, wenn ich so, als würde ich hier eine Kiste oder so finden oder irgendwas. Okay. Komme ich hier gar nicht hoch zur Wendestation? Scheinbar nicht, okay. Oh, ist so doof. Ich muss echt den kompletten Weg hier einmal rumlaufen für die Ranger-Station. Uff. Wie langwierig willst du das noch machen? Alles klar. Tja, durfte ich euch einfach nur ignorieren. So, links rum, sagte der. An einem Kamin wäre irgendwie ein Stein. Ach doch. Cool. Gefunden. Aber ich finde es auch interessant, dass die eigentlich sehen, obwohl man eine Taschenlampe benannt hat, ne? Auch vor allem jetzt da hinten lang. Zum Teil. Aber er kommt jetzt angelaufen, was? Sehr schön. Dann war ich auch erledigt. So. Ihr versteckt hier. Zack. Was haben wir hier Schönes? Das hat ewig gedauert, bis ich herausfand, dass der Hinweis nicht der Hintern des Weihnachtsmanns war. Warum so kompliziert? Gibt uns doch normale Schlüssel. Noch eine Blendgranate? Moniert. Zwei so einer Fackel, okay. Es ist so, dass man die echt das denken kann. Wenn ich so viele einzelne kriege. Muss schon mal sagen. Nee, falsch Dauertchen. So, jetzt können wir einfach zurücklaufen nach hier, okay. Einfach dem Pfad folgen. Okay. Da jedenfalls noch halt nach komische Lunchboxen ausschalten, ne? Das wäre vielleicht noch sinnvoll. Ja, vielleicht haben wir hier nur Kinderreime, ne? Sieht aus, als wäre hier wieder so ein Kinderreim. Okay, das ist ein Teddybär. Noch einer dieser Reime. Okay, was hat es mit diesem Teddy auf sich? Das ist creepy. Finde ich. Na gut, gucken wir uns den Kinderreim an. Und ein Kind einst lief am Strand, trug hübsche Steine, die sie fand. Doch kroch ein Monster aus der See, ein gruseliges Biest mit scharfen Zähnen.
Mit Flügeln und mit einer spitzen Nase. Doch hier ist das Kind, was das vergaß. Im morschen Boot ihre Mutter saß. Ein Tuch in die Hand, so nass. Also See, Monster, Boot, die Mutter. Was geht als Strand? Ist auch Reichtum, Schmuck. Ich verstehe es nicht so ganz. Also das Kind hier. Ne. Sag, hier kommt die Mutter hin. Höchstens kommt hier die Kinderpuppe hin. Ne. Monsterpuppe. Was steht denn jetzt für Strand? Das Haus? Ah. Ja. Versuch's weiter. Ich bin ja dabei. Das ist es. Okay. Oh, Scheiße. Seht hindurch. Okay. Die Bewohner der Stadt. Du lebst noch. Okay. Okay. Sie lebt das auch noch. What the fuck? Ich habe einfach ihr Gesicht zerschossen. Und sie lebt noch. Ah, wir heilen uns mal. Oh. Oh Mann, mein Arm muss nicht nachgeladen. Oh. Was haben wir denn für ein Talisman bekommen? Erhöht die Wirksamkeit von Schmerzmitteln und Traumakissen. Okay. Ist okay, sage ich mal nur. So, die Kinder haben wir die Figuren alle mitgenommen gehabt, ne? Ja. Ja, haben wir das nächste Rätsel auch schon gelöst. Sehr schön. Ja, hier wird wahrscheinlich noch irgendwo eine Casey-Ding sein und so, ne? Kann man stark von ausgehen. Ist da noch ein Lager? Wahrscheinlich sehr viel. Oh, guck mal hier. Okay. Sehr schön. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Casey. Da oben drauf? Nee. Nee. Und noch eine Lunchbox. Ach da. Wohl. Eigentlich wollte ich dir ein paar Kekse zurücklassen, aber ich hatte Bedenken, dass sich die Tiere dran vergreifen könnten. Also habe ich es gelassen, aber der Gedanke zählt, oder? Habe ich den Spruch schon sogar schon mal gehabt? Wo liege ich gerade? So, dann noch mal das Skriptzeiten ungelesen. Oh, okay. Dann gehe ich an die Falltafel. Ups. Hier ist die Lunchboxen. Bite for All Star. Mir fehlen jetzt noch zwei Stück. Okay. Komm ich gar nicht hoch zu dem Lager? Ne, da muss ich lang. Okay. Hallo. Was ist in diesem tollen Lager? Wir sind wieder zurück bei Pet Mains Radiostunde. Als nächstes möchten wir darüber spekulieren, welche Irgendwie gar nichts, ne? Beim Hirschfest zu sehen sein werden. Dass dies
diesjährige Thema lautet. Ach guck mal, das ist die Brücke, die wir runter, Treppe, die wir runtergekommen sind, ne? Ja. War der Wald gar nicht so groß hier, der Abschnitt. Hier ist alles Fels, da können wir gar nicht hin. Scheinen wir doch alles gemacht zu haben hier. Oh, haben wir die Brücke erreicht. So. Angel Corbett. Lala. Aber wir gehen hier rüber. So, sind wir bei den Bright Falls, ne? Oh, guck mal hier. Sehr schön. Ich glaube, da hinten ist sie, ne? Da sitzt alles genau. Da ist noch eine Lunchbox. Oh, eine Manuskriptseite. Kann man es nachher schön geben. So, okay, ist wieder ein Text. Zack, Nummer 9, jetzt sind wir 18 Stück. Jo, voll viel ab. Und jetzt können wir uns einen Upgrade noch machen. Da hinten ist keiner, ich dachte gerade. Der wäre vielleicht noch was. Was war das? Ich bin eh voll, ne? Ich kann das nicht aufheben, oder? Ne. Shit. Ah, für später vielleicht. Schmerzpunkte mitnehmen. Was haben wir denn hier? Oh. Okay, ich dachte gerade, ich hätte. Ich wäre der Dead, aber ne. Okay. Kann sein, dass ich nicht schwimmen kann. Kann man noch mitnehmen. Sehr schön. Hier ist wieder ein Code oder was? 555. 55. Ist eine Boy umgespült worden. Und hier ist noch ein Kinderreim oder was? Da drüben ist ein Reim. Ja. Finden wir noch eine Figur vielleicht irgendwo hier? Schauen wir mal nicht. Schade. Da komme ich echt super voran momentan, ne? Und ich. Und ich habe das Spiel echt bis jetzt durchgezogen, also ich bin stolz auf mich. So, also. 5 kleine Monster auf dem Meer probierten, wer wohl stärker wäre. Das Boot, sie schaukelten gar sehr, bis eins von ihnen fiel ins Meer. Da fleht die Mutter die Wellen an und eine Träne über ihre Augen ran. Die See jedoch nur sprach ihr zu ihr, auf meinem Boot liegt es tot. Bei Schaukeln nur kommt es in ein Boot. See, Mutter, Boot, Monster. Okay. Oh. So, haben freigeschaltet. Hier sind die 5 Kinder. Okay. Also 5 Kinder oder die 5 Kinder? Okay. Ich habe auch gar keinen Platz dafür, der Scheiße. Stimmt, ich habe gar keinen Platz dafür. Fuck. Oh. Okay, oh, hi. Schnell. Ernsthaft. Schnauze. Hä? Ich habe doch gerade nachgeladen, oder nicht? Danke. Hauptsache, ich lade nach und es lädt nicht nach. Deswegen war wahrscheinlich gerade mal in einer Bogen auch leer gewesen, ne? Verdammte Kacke. So. Jetzt fahren wir der Spur hier weiter. Wie führt mich hin? Den Talisman kann ich an meinem Armband anfangen. Was ist denn das?
Chance, das Feinde mit Taschenlampenverstärkung zu betäuben. Oh, so ganz nett. Entweder eine Ladung mehr oder ich glaube, die Ladung mehr ist besser. Glaube ich. Und das Leben will ich auch dran lassen. Hier am Gucken gewesen? Auch oh, nicht wirklich, ne? Vielleicht haben wir hier irgendwo noch ein Casey Box. Eine müsste ja noch fehlen, ne? Eine Casey Box. Oder? Ja, eine fehlt noch im Bright Falls. Mal gucken. Die irgendwie ist. Das war der Weg, den wir mit Ellen gegangen sind, glaube ich, ne? Müsste hier mit der Brücke sein, oder? Auch nicht. Na doch, da sollte die Brücke sein. Ich suche nur nach der Lunchbox. Wo könnte die letzte Lunchbox sein? Das frage ich mich ganz fein. So, wir sind da. Hier hat man es umgeguckt gehabt. Hier wäre noch. Ich würde mal erinnern. Oh, speichern wir schon, doch, stimmt. Ich kann mich auch leer machen, stimmt, ja. Gehen wir das mal hier hin. Eine gute Idee. So. Vergiss nicht den einmal. Ja, ich weiß. Dass ich auch noch Ellens Story habe. Das weiß ich. So, Schlüsselanhänger hier rüber. So, war auf so viele. Die Rakete war jetzt auf den Explosions echt nicht so krass, fand ich. So, ach du Scheiße. 17 Schuss. Alter, sollte vielleicht auch mal ein Gewehr aufspielen. So. Gehen wir die rüber. Nehme ich die lieber weg hier. Und pack mal lieber nochmal hier so eine Fackel ein. Boom. So. Da tun die Armbrust weg und die habe ich ja voll abgegradet, ne? Das ist das Traurige daran. Nehmen das Gewehr mit. Können wir ein bisschen Gewehr spielen. Hm, schwierig. Vor allem kriege ich die Armbrust gerade so gar nicht mehr rüber. Eieiei. Müsste echt viel schon was ablegen. Na gut, das kann ich nehmen und mich heilen. Da schon mal wieder ein bisschen Platz. Zack. So. Ich bin echt voll, ne? Ja, ich muss mal Armbrust spielen. So. Mal einen Bolzen rein. So, dann machen wir so einfach gerade. Und so. Aber ich glaube, ach ja, stimmt, da war ja was. Passiert dann auch gleich was, stimmt ja. Gleich, also in der nächsten Folge für euch, denn wir machen hier Schluss. Ich kann nur so viel verraten, wir kriegen noch ein Upgrade-Package, sollten wir jetzt finden, noch gleich. In der nächsten Folge. Und dann können wir die Jagdgewehr nicht mitnehmen. Gut, also sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.